Hallo Leute, also Season 3 Reloaded, Easter Egg ist endlich am Start und ich zeige euch jetzt alle Schritte. Das Easter Egg ist ein bisschen schwieriger, wenn ihr Solo macht, weil ihr viele Schritte in der Red Zone machen müsst. Noch kurz 30 Sekunden Werbung und dann geht's los. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4GM, die haben gerade 60% auf Call of Duty Punkte. Willst du noch so Tarnungen haben wie Borealis oder Interstellar und hast einfach keine Lust oder Zeit, dir das zu ergrinden, dann schau auf jeden Fall auch bei U4GM vorbei. Es gibt sogar für Warzone Nuke Service. Oder fehlt dir nach Wochen immer noch dieser eine Bauplan aus der MVC für ein bestimmtes Perk oder eine Wunderwaffe, dann schau da vorbei, die helfen dir. Mit dem Code J bekommst du 5% Rabatt und die haben eine exzellente Bewertung auf Trustpilot, da kannst du sicher sein, dass dein Zeug auf jeden Fall erhältst. Link zu U4GM ist in der Beschreibung. Also, als erstes müsst ihr in die Red Zone, in die neue Story-Mission, aber vergesst nicht am Anfang die auszuwählen. Hier geht ihr rein und macht ganz normal die Story-Mission, also ihr müsst einfach Ravel noch folgen und wenn ihr vorne ankommt, dann spawnen hier zwei Kugeln und dann wird es euch angezeigt und ihr müsst einfach nur die Aufträge kurz machen. Wenn ihr hier seid, landet automatisch die Kugel hier und das ist ein Kristall und den müsst ihr aktivieren und dann zeigt es euch einen Code an. Jetzt müsst ihr einfach nur die Symbole suchen, die sind immer umliegend unter dem Kristall und in der richtigen Reihenfolge, als von links nach rechts, wo euch angezeigt wird, abschießen. Sobald ihr die richtige Reihenfolge von den Symbolen abgeschossen habt, wird der Kristall rot und ihr könnt ihn einfach zerstören. Dann geht ihr zum anderen Kristall rüber und macht dort dasselbe einfach. So, wenn ihr es abgeschlossen habt, dann geht ihr hin zu Samantha und dann macht ihr ein bisschen Show. So, nach der Show von Samantha werden euch drei Säulen markiert. Da geht ihr einfach hin, aktiviert die und füllt Zombie-Seelen rein. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, die drei Säulen hier, weil das sind die Teile, wo ihr da noch braucht und die könnt ihr auf Ursix dann holen. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall die drei Säulen hier füllen. Ah, das ist die ganz normale Story-Mission. Es wird euch alles markiert, wo ihr hin müsst und was ihr machen müsst und das könnt ihr eigentlich nicht falsch machen. Also das müsst ihr sowieso von der Story aus machen. So, wenn ihr jetzt alle Säulen gefüllt habt, dann kommt hier ein kleiner Bossfight. Wenn ihr den gelegt habt, dann kriegt ihr hier das erste Teil, die goldene Giraffe. Dann habt ihr alles da drin erledigt und könnt rausgehen. So, die anderen Teile holt ihr euch auf der normalen Map. Ihr braucht auf jeden Fall einen Hund für einen Teil, also entweder ihr nehmt euch kleinen Hundeknochen mit oder ihr holt euch halt einen Hund bei einer Hundehütte mit Fleisch. Mit dem Hund geht ihr jetzt einfach in ein normales Söldnerlager und da muss der Hund dann den Sergeant töten. Also es gibt hier Fußsoldaten, die könnt ihr töten, aber den Sergeant muss auf jeden Fall der Hund dann töten. Hier bekommt ihr dann den Laptop. So, das nächste Teil bekommt ihr hier bei E7. Da geht ihr hier in diese Villa und geht hier hoch und da müsst ihr einfach nur unterm Bett schauen. Da ist ein goldenes Objekt. Normalerweise wird es angezeigt, dass ihr es drücken könnt, aber falls es nicht angezeigt wird, dann drückt einfach Viereck. Also bei mir wurde es jetzt auch nicht angezeigt, aber ich habe einfach Viereck gedrückt und dann kam der Belohnungsriss und ich habe das Teil bekommen. Für das dritte Teil müsst ihr jetzt zum Sturmrufer gehen. Also ihr müsst nicht den Sturmrufer töten, den könnt ihr natürlich töten, das macht's einfacher. Aber ihr müsst einfach nur im Sturm 50 Zombies töten.
Wenn ihr 50 Zombies getötet habt, dann droppt euch hier der Belohnungsriss und ihr kriegt hier das dritte Teil. So, jetzt müsst ihr Teile von Lilla auf Gold bringen. Also, den Laptop macht ihr hier auf Gold. Ihr aktiviert die drei Runen hier an der Wand und es ist ganz wichtig, dass ihr einen Laptop dabei habt, sonst funktioniert das nicht. Sonst macht ihr das und bekommt nur ein paar gepanscht 3 Kristall und eine goldene Zange. Das war auch so nützlich, by the way, aber ihr könnt halt das Teil nicht upgraden. Deswegen, ihr müsst auf jeden Fall das Teil dabei haben, wenn ihr das macht. Wenn ihr hier oben steht, müsst ihr ein Dreieck bilden, um das zu aktivieren. Das seht ihr jetzt auch gleich ziemlich gut, also es wird dann auch so golden. Dann steht ihr richtig. Und jetzt müsst ihr Vollführer die Beschwörung machen. Dann geht euer Laptop da rein und dann müsst ihr einfach nur die lila Zombies töten. Wichtig dabei ist, wenn ihr zum Beispiel zu dritt spielt und nur einer jetzt den Laptop dabei hat, dann gehen von den anderen zwei Leuten die Seelen nicht rein. Wenn ihr genügend Seelen reingefüllt habt, dann kommt hier noch so ein Boss-Zombie, so ein Jünger und den müsst ihr töten, dann kriegt ihr hier einen Belohnungsriss und habt's auf Gold. Die Zeichnung vom imaginären Freund könnt ihr hier auf Gold machen. Hier die drei Symbole wieder abschießen einfach. Ihr geht hier auf die Brücke hoch, macht einfach wieder die Beschwörung, killt den Boss-Zombie und dann habt ihr hier das Teil auf Gold. So, und das Wissenschaftsjournal könnt ihr hier auf Gold bringen. Also ihr schießt einfach wieder die Symbole ab. Dann geht ihr hier oben drauf und macht hier die Beschwörung. Es kann als echt lang dauern, hier die Seelen reinzufüllen, weil wenn zum Beispiel Wendys vorbeikommen und die Zombies töten, dann gehen die Seelen natürlich nicht rein. Wie gesagt, nur von denen, wo die Items gerade dabei haben. So, jetzt habt ihr alle 4 Items auf Gold. Dann platziert ihr die Items wie immer bei den Podesten, also schaut auf die Podeste drauf, da ist ungefähr gekennzeichnet, was ihr da platzieren müsst. Wenn ihr dann alle Items platziert habt, dann kommt hier das neue Ätherportal und da kommt erstmal ein Jünger und eine Schönheit raus. Die macht ihr kurz platt und sobald ihr platt gemacht habt, kommt normalerweise ein Belohnungsriss und da ist auch ein Vierersiegel drin, nur bei uns war das hier jetzt verbuggt. Sobald ihr die Items dann einmal platziert habt und die getötet habt, ist das Portal immer für euch offen und ihr braucht einfach nur wieder ein normales Siegel, um da reinzugehen. Die neuen Baupläne bekommt ihr natürlich nur in Zone 5, dafür braucht ihr ein rundes Siegel. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, ein Muss ist eigentlich eine goldene Plattenweste und auf jeden Fall eine Ätherklinge, wenn ihr da reingeht, weil da geht's richtig gut ab. Wenn ihr im neuen Dunkeläder seid, dann seht ihr hier so 3 goldene Strahlen in die Luft gehen, da müsst ihr hingehen. Ihr müsst dann hier die goldene Säule aktivieren, aber ich warne euch jetzt nochmal, also hier geht's richtig gut ab. Ich bin jetzt gerade mal in Zone 4 und die sind schon fix, also da müsst ihr echt Gas geben. Ihr müsst die Säule dann aktivieren und dann könnt ihr einen Auftrag annehmen. Die roten Objekte, die ihr bei den Säulen aufnimmt, sind auch kleine Hilfsmittel, so extra Perks, wie dass ihr schneller rennen könnt oder sowas auf die Art. Das hier ist jetzt ein Kopfgeldauftrag auf eine Schönheit und das finde ich sogar noch am einfachsten von den Aufträgen hier. Hier auf dem Dach ist ein Escort-Auftrag und wenn ihr den allein machen wollt, also ist ein VR-11 zwingend erforderlich, weil sonst schafft ihr das nicht. Das ist so gut wie unmöglich, wenn ihr den ACV nicht teilen könnt. Mit einem VR-11, dass ihr ein ACV wieder heilen könnt und genügend Kasimirs ist aber auch locker machbar. Hier kommen keine Schönheiten, deswegen finde ich sie einfacher wie im anderen Ether. Und dann gibt es ja noch den PNG-Auftrag, also der hat es auch gut in sich.
Aber wenn ihr hier einfach im Kreis rennt und dadurch die Zeit hochlaufen lasst, dann ist es auch gut machbar. Also wie immer, in Zone 4 bekommt ihr nur Verbrauchsobjekte und Siegel für Zone 5 und in Zone 5 bekommt ihr die Baupläne. So, und damit es auch wirklich jeder rausschafft, habe ich für euch hier mal einen Exfil markiert. Kleine Anmerkung noch, wenn ihr alle drei Aufträge schafft, dann sind hier beim Exfil so rote Eier. Dann könnt ihr das Monster-Ei hier abschießen und es kommt anscheinend noch ein Boss, aber weil ich hier alleine war und den Escort-Auftrag nicht geschafft habe, war das Ei für mich jetzt noch versperrt. Aber dazu mache ich dann später noch ein Video. Also, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr an die neuen Baupläne kommt. Wir waren schon in Zone 5 und es ist echt knapp bemessen, die 15 Minuten, da müsst ihr ein bisschen Gas geben, haben alle drei Aufträge gemacht und ich habe zum Beispiel nicht einen Bauplan bekommen. Und der Ragnar hat in derselben Runde zwei Baupläne bekommen, also das ist ein bisschen random, was ihr bekommt. Im schlimmsten Fall müsst ihr mehrere Male rein, bis ihr alle neuen Baupläne habt. Alles klar Leute, wenn es geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, peace.